So, und hier melde ich mich wieder zurück bei Mystic Quest Legend. So, wir haben jetzt hier letztens aufgehört gehabt bei der Monstermine. Aber dieser Part ist ein Special Part, weil ich bin jetzt hier nicht alleine, weil ich halt drei Gastkommentator habe. Und zwar einmal der Zocker Sluxy. Hallo ihr Lieben. Der Veshushikun. Guten Tag. Und der durchgehende Zocker, der halt auch Konte genannt wird. Guten Tag. So, ja, also wir machen jetzt mal, ja, eine Art Gruppengespräch halt im Let's Play. Das ist auch mal gut. Ihr könnt halt auch ein bisschen labern jetzt. Ja, okay. Auch genannt Konferenz. Ja, gerade in der Konferenz. Ja, genau. Wir sind jetzt bei den sogenannten Blutgerippen. Toll. Die man jetzt Blut also auch macht. Für mich ist es ja total blind. Ich kenne das Spiel ja mal überhaupt nicht und sehe es zum ersten Mal. Dann gefällt dir hoffentlich gleich die Bossmusik. Also Ton kommt bei mir gar nicht erst an. Aber das ist nicht schlimm. Ton. Hauptsache bei dir läuft's. Ja, also bei mir läuft es noch. Dann kannst du es ja zumindest dann angucken, wenn ich das hochlade. Genau. Okay. Das ist ja dann kein Problem. Diesen Meilenstein in der Spielgeschichte. Ja. Pharao. Ja, auf jeden Fall. Pharao Macabro. Weil es ja das allererste Final Fantasy war. Auch wenn sie so hieß. Ja. Aber das hatte ich auch schon am Anfang erklärt gehabt, Toni. Cool. Ja, ich weiß. Okay, oh, ein gut. Schneemann. Oh. Ja. Die hassen nämlich den Schnee, deswegen. Liegt aber gar kein Schnee mehr draußen. Ja, ich weiß, es passt jetzt nicht so richtig. Aber ist halt so, ne? Aber trotzdem ist es noch kalt draußen. Ja, aber es scheint die Sonne. Teilweise. Ja. So. Koma-Klinge, ja toll. Mit der Klinge ins Koma geprügelt. Ja. Und ich wollte gerade sagen, irgendwie sind meine Partner zu still. Ja, das stimmt schon. Ich versuche hier gerade so aus diesen paar Bildchen, die sich pro Sekunde aufladen, alles richtig nachzuvollziehen, ja. Achso, ja, also es kann sein, dass es jetzt hier ein paar technische Störungen gibt, weil wir das Ganze über TeamViewer machen, deswegen. Wir haben ja schon im Voraus ein bisschen gelästert, ob deine Gurke von PC das überhaupt alles schafft, aber man muss sagen, gar nicht mal so schlecht bisher. Ja. Den Spott und Hohn, dem Trotze. Ja, genau. Es kann sein, dass es bei euch ganz leichte Verzögerungen gibt, aber das ist ganz normal, glaube ich mal. Je nachdem, wie der Prozessor oder der PC gut ist oder schlecht ist. Ja, also solange es hier in der Aufnahme jetzt nicht rumleckt, ist alles im grünen Bereich. Ja, genau, würde ich sagen. Auf jeden Fall. Okay. Gut. Die hatten gerade einen etwas komischen Namen, diese Zwerge. Ja, Östrogenius heißen die. Achso, so wie das Östrogen. Ja, okay. Genau. Ja, das hatte ich ja schon gerade erwähnt gehabt, wie die Mumien heißen. Ach, ist das fantastisch, mal mit Partner aufzunehmen. Geil. Und sogar mit drei verschiedenen Partnern. Ist ja geil. Genau. Na da. Dass man das aus unterschiedlichen Perspektiven sehen kann. So, das war die Mumie. Down bist du. So. Erzähl doch mal, einen kleinen Schwung für die Leute wie mich, die gerade nicht wissen, um was es geht, was du hier machen musst, was dein Ziel ist. Das kann ich gerne machen. Also, es ist ein Rollenspiel auf der Super Nintendo. Und unser Ziel ist, dass wir halt vier Elementkristalle befreien müssen. Zwei habe ich ja jetzt schon befreit gehabt. Den Erdkristall und den Wasserkristall. Und wir versuchen jetzt den Feuerkristall zu befreien. Und ja, die Bossmusik ist sehr geil und wir haben gerade die sogenannte Drachenklaue erhalten, die ist Hammer. Moment mal. Befinden. Nein, falsch. Waffe. Ja, da kann man jetzt mehrere Werte sehen. Dieses ZZ ist, nehme ich wohl mal an, dass die Gegner dann mit der Waffe eingeschläfert werden. Dann das Fragezeichen, denke ich mal, dass die Gegner verwirrt werden. Und ja, das ganz rechte Symbol ist
keine Ahnung. Das ist tot. Also, dass sie gleich instant tot sind. Ja, das sieht das aus. Das Gefäß ist dann sozusagen Gift, also das vergiftet werden. Ja, das erste, dieser Stern, das ist konfus. Ja, das hatte ich schon aber erklärt gehabt. Hier, okay. Bei der ersten Klaue, deswegen. Hm. Aha, okay. Dass sie dann so instant tot sind, ja, wenn man da immer damit zuklaut. Das kann sein. Also, das steht auch jetzt im Spieleberater leider nicht, die Symbole, deswegen. Aber ist ja jetzt Hose wie Jacke. Hat man den Drachen einfach mal die Klaue ziemlich mächtig geschlagen, wenn sie diese 5 Statusveränderungen hat. Hervorrufen kann. Genau. Na, dieses Tod kommt aber nur zu Schlagenstod 0,001% vor oder so. Ja, also in 100 Kämpfen vielleicht 5 Mal oder so. Ja, ungefähr. Also ist äußerst selten. Ja. Ja, ich kann ja mal mit der Klaue mal angreifen. Ja, toll. Gerade den Gegner, den ich angreifen wollte. Oh, er kontert mit Stabblick. Toll. Widersteht der Attacke. Lol. Eiterschleim. Yum. Da ist jetzt die Wunde wohl schon etwas länger da. Das dem hast du jetzt gerade ein bisschen Klopapier runtergezogen, oder was? Anscheinend. Das war gerade die Eiterspritze. Toll. Ich will keinen AIDS haben, bitte. Gidigid. Das ist ja eklig. Ich hoffe, ich finde jetzt einen Weg. Den richtigen Weg. Weil es kann sein, dass ich mich hier auch ein bisschen verlaufe. Okay. Aber es kann nur sein. Es muss nicht. So. Und die Viecher respawnen einfach so, wie sie gerade lustig sind, oder? Ja, also wenn wir aus dem Gebiet komplett rausgehen, dann kommen die immer wieder. Genau. Ah. Mhm. So. Aber es gibt halt hier keine Zufallskämpfe, wie man vielleicht aus anderen Titeln kennt. Weil sonst, man sieht die Gegner halt gleich hier stehen.